relativ alt, so ein YouTube-Video von so einem Schweden, der so einen Magic-Trick macht und der hat so eine Kassette, so eine fertige Magic-Trick-Kassette und die erklärt diesen Trick und er macht den so parallel vor. Yeah. Und der Trick ist The Trick of the Disappearing Bandana. Okay. Und dann geht es so los und ist so, only the first thing you need is a yellow bandana. Und er holt so eine Banana raus. Und das ist der ganze Joke, dass er den Trick mit der Banane macht und dann so, fold the banana in half. Und er so, und quetscht die so, now wave it around, that the audience can see, it's really folded. Und er ist so, die Banane fliegt überall hin, ist großartig. Wahnsinn. Das ist wirklich fantastisch, kann ich nur empfehlen. The Trick of the Disappearing Bandana. Banana. Oh, kein Forward Smash. Oh, schön. Gute Bär. So, jetzt kriegt Banane alles zurück, was er gerade Mali angetan hat. Ist nach Banane hat sich der Weg zum Weekly gelohnt. Hast du Spaß? Ich glaube, der letzte Match hat ja wahrscheinlich schon sehr viel Spaß. Ja, ja, ja. Ist auch cool, dass Banane hier ist. Ich freue mich immer. Banane ist tatsächlich auch einfach ein so solider Player mittlerweile. Ja, hohe Diskrepanz zwischen wie gern ich ihn als Mensch mag und wie ungern ich gegen ihn spiele. Ich hasse es gegen ihn. Es ist eine Antikorrelation, könnte man sagen. Genau, es ist invers korreliert. Ja, aber ja. Das habe ich gerade gesagt. Ja. Oh, schöne Bärs. Oh! Schöne Bärs. Noch eine. Und noch eine. Ah, warte. Das ist die Turnierserie Schöne Berg, aber so mit Bär. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schöne Bärs? Okay, schöne warte mal. Berg. Jeder Bezirk als Smash-Turnier nach. Okay. Schottenburg. Charge Schottenburg. Charge Schlottenburg. Der Charge Shot. Ja, ja, Charge Schlottenburg. Okay, schwierig. Warte mal, Friedrichshain. Friedrichshain. Ja, ist nicht so leicht. Ich überlege so F, irgendwas mit F, Smash. Ja. Geht nicht in einem Panko. Schwierig. Panko? Ja. Prenzelbär, easy. Prenzelbär, ja. Grünberg, schöne Berg. Aber das, wir dürfen nicht beides nehmen. Nein, das stimmt. Oh mein Gott, das ist schwierig. Ich glaube, es ist leider nicht möglich. Ich glaube, es gibt nur die guten. Vielleicht. Die guten einen mit Bär. Also, Charge Schottenburg ist tatsächlich schon sehr gut. Und schöne Bär sind auch sehr gut. Schottenburg gegen schöne Bär. Also richtig geil. Schöne Bär. Ich habe gerade erst verstanden, dass es auch ein Play auf Nice Bär ist. Ja, klar. Das ist der schöne Bär. Ich war das an Deswegen sich. Hast du das gesagt. Du hast schöne Bär gesagt. Schöne Bärs. Und ich war so laut. Ah, okay. Keine Ahnung. Ich war. Mhm. Oh, okay. Auch so, Crouch Cancel, Uptilt. Richtig wack. Heide, entspann dich. Was? Reiß dich zusammen. Ich drehe gleich durch, wer kommentiert hier? Heide braucht so serious Play-by-Play. Yeah. Siehst du, ich lerne nichts über Smash right now. Was soll das? Okay, Heide, sie machen Moves. Der Joke ist, Schöneberg ist ein Bezirk in Berlin. Und schöne Bär ist eine Sache, die sagen Kommentatoren sehr gerne. Zum Beispiel, wenn Jan jetzt Banane mit einer schönen Bär trifft. Mhm. Ah, naja, gleich, aber. Ach. Ich trinke gleich durch. Let's go. Mega Hype. Ja, das Match ist Hype. Go, Jan. Ey, Malek weiß, was abgeht. Malek appreciated die guten Matches. Ist das Malek? Das macht Sinn. Kennst du Malek? Nee, aber ich den Namen, der sagt mir okay, das. Ja. Ich kenne ja niemanden, ich habe ja auch... Ich spiele jetzt Puff. Was? Spielst jetzt Puff gegen... Ach so, das, ja. Ach shit. Dein Puff ist richtig gut auch. Danke. Ich spiele einfach mit Wi-Fi. Kann man das ändern hier? Warte mal, das ändern wir mal. Jan muss es reinholen. Hol es rein, Jan. Wo ist die Maus? Ah, da. Dies ist mein Hund. Third. Oh. Nein, Drecks. Das wäre seine nächste Entwicklung. Heide weiß nicht, wer ich bin. Das ist ihr Problem. Sie weiß nicht, wer du bist. Sie weiß nicht, wer ich bin. Das ist embarrassing. Das ist wirklich embarrassing. Wie steht's gerade? Ich umgekehrt würde Heide sofort erkennen. Meine Impression von Heide ist... Hi, das war Forward Smash, das war voll gut, oder? Das hab ich letzte Woche schon gesehen, dass jemand Forward Smash gemacht hat in Smash. Woo! Oh, let's go. Das heißt, ich kann auch Heide trash-talken und sie wird nicht wissen, auf wen sie böse sein muss. Oh, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich großartig. Das war ein nice Bär. Das war wirklich ein nice Bär. Hast du die Rest gesehen gerade? Hab ich nicht. Oh mein Gott, sick. Malek weiß, dass er sick war.
Wie kannst du denn diese andere Person nicht erkennen? Ach nee. Okay, hier ist ein Tipp. A ist ein Local Favorite, wenn ich das selber so sagen kann. Du bist ein Local Favorite. Beliebt in der Crowd. Du bist, ja, das ist ein Crowd Favorite. Ein Crowd Favorite. B, nicht zu gut in Smash, als dass ich nicht Zeit hätte zu kommentieren. Aber was Essen angeht, auch ein Crowd-Favorite. Ja, ja, auch ein Crowd-Favorite. Oh, heute sind die Witze gut. Yeah. Mensch. Habe ich mal erzählt, dass ich im Abi, im Jahrbuch, den schlechtesten Witzepreis bekommen habe? Oh, das wundert mich nicht. Ich habe tatsächlich gegrindet. Leute haben mir gesagt, du wirst den schlechtesten Witzepreis bekommen, wenn du so weitermachst. Ich war so, okay. Okay, gif. Ich werde jetzt 2 Jahre nur Dad-Jokes machen. Oh, nice. Snatched. Hast du auch was gesagt? Instant. Okay. Instant Ramen. Savage. Nicht Savage, sondern so, er ist so autistisch und kann sich so ganz rum merken und nachmalen zu Hause. Was? Savage. Kennst du nicht diesen Typen, der im Helikopter über Rom fliegt und das dann so zeichnen kann? Ich dachte, das ist New York. Nein, also keine Ahnung, das kann er, glaube ich, in mehreren Städten. So ein Typ, der hat fotografisches Gedächtnis hat. Ja. Und dann fliegt er kurz mit dem Helikopter so über die Skyline und dann malt er das. Ja, und dann, aber so jedes Window. Und so. Ich kenne es mit Rom. So wahrscheinlich hat er es mit jeder Stadt gemacht. Ja, ja, ja. Weil Leute waren so, wow, was, wenn er es mit unserer Stadt macht? Genau. Das ist auch so, okay, kann er es nur mit New York? Er ist ein Fraud, er hat sich aber nur sehr gut gemerkt, wie die Skyline von New York aussieht. Auch schon sick, to be honest. Was, ja, das wäre schon genug. Oh, diese Wavelands. Ey, was passiert hier denn gerade? Die sind so richtig. Das ist kein Vorteil. Ah, ja, ja, okay, es sind 2 Stocks zu 2. Warum steht da? Achso, warte mal, weil so. Ja, die können nichts. Oder? Nee, ne? Ah, okay. Nein, die Stocks hier sind 3 und 4. Müssen wir, egal, scheiß drauf. Ja, 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 also merkt euch, die Stocks sind nicht die richtigen. Ich glaube, das sollten wir vielleicht erstmal auf Eis legen. Bis, ja, das Stocks-System ist so ein bisschen... Nee. Jeder andere Charakter, tot. Es ist dead even, glaube ich, ne? Nee. Aber Jan gewinnt sogar ziemlich deutlich. Weißt du, was witzig ist? Was witzig? So Puffs sind dann extrem gut im Waveland, for no reason. So ist, was der Charakter einfach gar nicht braucht. Oder? Ist Waveland überhaupt besser mit Puff? Doch, damit kannst du richtig gut Tomahawken. Okay, kannst du dich einfach so in der Luft bewegen? Ich weiß nicht. Nee, du kannst halt vor den Gegner gehen, so auf ihn gucken und dann schnell runter Waveflash und dann grabst du ihn. Und das geht nicht, wenn du einfach so fliegst? Na, du kannst halt normal landen, aber ich glaube, du hast dann diese komische Aufkommen-Animation und du musst halt erstmal landen. So. Das ist ja auch schwer. Ja, okay, du kannst das halt so ein Jerk, so ein Sudden-Movement geben. Okay. Oh! Wollen wir eine Nice Bear? Nice Bear? Nice! Ah! Oh. Nice. Sie. Nice. Cancel. Oh, warte mal, das ist gar nicht 3-0. Wie steht's? Wie viel steht's? 2-0? 2-0? 2-0 jetzt, okay. Okay. Wow, ich wusste nicht. Vielleicht macht Jan gleich noch eine Nice Bear. Alter, go. Ich würde sogar hoffen, dass er das tut. Okay, jetzt ist wieder allein. Es gibt bestimmt so richtig doofe Leute, die so Schöneberg so Nice Berg nennen oder so. Ich glaube, dann wäre so richtig so der zugezogenen Pass ausgestellt. Kennst du diesen Ami-Comedian, der in Berlin wohnt und der macht original nur so Berlin-Comedy? Uff. Er ist einfach so die personified Berlin-Ausländer-Memes-Page. Oh no. Nein, Berlin-Ausländer-Memes, schon, das ist noch okay. Ist schon peinlich. Das ist schon witzig. Irgendwie. Nein, der Joke ist wortwörtlich, haha, wir kriegen alle keinen Termin beim Bürgeramt. Nee, das ist das schlechter Joke. Das ist der eine Witz, den die haben. Das und stimmt. Drogen. Und Drogen. Techno, hehe. Oh mein Gott. Als wäre das sogar überall sonst auf der Welt, hören die Leute nur so Indie. Tatsächlich? Ja. Aber ist das so? Es ist ein bisschen so. Also war lange nicht woanders. Techno in anderen Städten nicht so krass. Also so Techno ist ja so die Techno-Hauptstadt. Berlin ist ja so die Techno-Hauptstadt der Welt schon. Das stimmt schon. Und dann hast du, wenn du außerhalb von Berlin nice so suchst, es gibt so ein paar Städte in Europa. Ich glaube, so London ist voll groß. Für Techno? Dann so Amerika hat so Detroit, aber der Rest halt auch nur normale Clubmucke. Ja, das stimmt. Und dann gibt es so... USA ist für Musik so richtig ätzend. Ja, ja, ich glaube auch. Das tötet? Das ist der Wahnsinn. Jesus. Heiß. Oh! Oh! Incredibile. Oh no. Downswash, it catches in the front and in the back. Der Fokuhila unter den Smash-Moves. Ich bin glücklich, dass du gewartet hast, dass ich lache, damit dass du auch lachen darfst. Nein, deine Lache bringt mich zu lachen, deswegen.
Fokuhila, aber über die Hitbox. Und nicht über die Hitbox. Eigentlich, wow, was ein Sleeper. Oh! Oh, da. Damn! Sind das die richtigen Stocks? Ja. Wow. Das ist ein Wash, würde ich sagen sogar. Eine sogenannte Waschmaschine. Ja. Der richtiger Turbo-Waschgang. Oh, Charge Shot kurz angefaked, der war so ey. Jan macht Rollout! Charge Lottenburg. Rollout entgegen aller anderen Erwartungen echt uncool, finde ich. Tatsächlich ja. Das ist ein bisschen lame, aber es ist ein bisschen so. Ich will das in die Waschmaschine machen. Ja, okay. Oh, das war nicht. Das war's nicht. Ah, you try. Oh, das wäre insane gewesen, wenn die fair getroffen hätten. Kein Bock mehr gehabt. Ich bin hier fertig. Wow. Lass mich. Das war Wahnsinn. Das war wirklich wahnsinnig. Heißt das, du spielst gegen Third? Nee, Lil Fousey gegen Third. Lil Fousey!